Those days are gone. Now, I'm a drifter. A bounty hunter. A mercenary. And for me, the broken road is all that's left. But I'll always remember. Die Lautsprecher. Wo zur Hölle sind die Lautsprecher? Steril? Nein, ich gehe nicht ohne sterile Verbände. Ich muss nach der mobilen Einheit suchen. Endlich die Frösche! Zeit's Maul! Komm, so dicker Bällchen treffen kann ja jeder. Was, so dicke Bällchen treffen kann ja jeder. Sagst du! Das sagst gerade du, Tom. Köpfe. Ist mir schon klar, die Köpfe. Ich konnte es jetzt nicht. So an sich voll. Ja. PCR-Technologie. Ja. Ja, okay. Ja, sterile Verbände. Genau das, was ich brauche. Jetzt muss ich das nur noch zurück zu Busa bringen. Oh, hallo. Was ist... Neroinjektor. Neroinjektoren findest du in Neros mobilen medizinischen Einheiten. In Nero-Kontrollpunkten. Du kannst damit dauerhaft deine Gesundheit, Ausdauer oder Konzentration erhöhen. Aha. Was ist das? Nero-Kram. Sieht aus wie ein Ausdauer? Injektor oder so. Dauer. Warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Ich knall mir auch immer irgendwas. Das 25 Ausdauer sind gerade wenig. Ich knall mir auch irgendwas immer mitten rein. Scheißegal. Alter. Ach so, du meinst es mit dem Schläger? Ach so, sorry. Was hilft dir da jetzt auch nicht mehr? Mit deinen Freunden abhauen sollen. Nutze eine Pritsche an sicheren Orten wie Bunker oder dem Versteck, um zu schlafen und die Zeit voranschreiten zu lassen. Einige Herausforderungen wie Infizierung können je nach Tageszeit anders eingegangen werden. Außerdem kannst du deinen Fortschritt in der Nähe einer Pritsche speichern. Willkommen in meiner Welt, du dämlicher Schwachkopf. Müsste es doch eigentlich Tag werden, genau. Okay, los geht's.
Schlaf ist nun mal wichtig, ne? Schlaf ist nun mal verdammt wichtig. Ob Zombie-Apokalypse oder nicht, wir müssen trotzdem schlafen. Guten Morgen, Welt und alle, die sie bevölkert. Und du liegst immer noch hier rum und stinkst. Wie beim Bike speichern, drück und halte R, um bei deinem Bike schnell zu speichern. Im Kampf oder während der Mission ist diese Funktion gesperrt. Bist du da? User, Gottverdammt, antworte mir! Er meldet sich nicht. Wo steckt er nur? Ein Wort. Ein Wort. Das geht in den Controller halt schöner, ne? Also diese Männer, kennst du die? Die den Saft abzudrücken, klingt ziemlich persönlich. Verdammt, ja, es ist persönlich. Sie gehörten zum Camp, aber die Regeln passen mal wohl nicht. Nicht stehlen, nicht morden. Oder es ging ihnen wie mir. Und sie hatten einfach genug von deinem paranoiden Schwachsinn. St. John Ende. Ein Hirsch. Manche Dinge ändern sich nie. Das war aber ein Wolf, kein Hirsch, du Fliezbiebe. Das war ich. Habt ihr gesehen? Ich war auch im Game. Boing. Boing. Wisst ihr, im anderen Camp brauchen die jemanden zum Schieben. Bei uns geht das vollautomatisch. Ja, wirklich vollautomatisch. Heiß. Blöden Seite. Wir können das Bike nicht umfallen. So. Was? Wo? Wolverine, was ist los? Ach, na guck mal einer an. Nein, geh bitte zu. Danke. Ich mag Wölfe sehr, aber nicht in Spielen. Dann sind sie übelst aggro. Dass Wölfe eigentlich überhaupt nicht sind. Hey Boozer, ich hab da so ein Zeug für deinen Arm gefunden. Boozer? Oh shit. Boozer! Oh, langsam. Fast hätte ich dich umgeballert. Lass mich, mal den Arm ansehen, ja? Nein, oh nein. Lass mich mal den Arm schon ansehen. Alles ja, gut. Gut. Hey, Dick. Danke, Mann. Das wird schon, okay? Das wird wieder. Die haben sich verpisst. Mission abgeschlossen. Problem Camp. Ist mein Bruder. 12%. Ich muss Busa am Leben halten. Okay. In der Welt. Suche nach Nero. Wir haben schon wieder einen Nero hier. Devil May Cry verfolgt uns. Wir haben schon wieder einen Nero. Was im guten Patrioten wird. Hinterhalt Camp beim Dingsbums ausfindig. So, nun gehe ich wirklich schlafen. Wünsche euch noch ganz viel Spaß und eine gute Nacht. Danke, Dani. Ruhe dich schön aus, schlaf aus, zumindest so wie du kannst. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag dann. Danke, dass du im Log warst und dann doch noch so aktiv warst. Vielen, vielen Dank.
Das weiß ich zu schätzen, meine Gute. Na, dann schlaf schön, hab ein schönes Wochenende. Restwochenende ist ja morgen schon wieder Sonntag. Yay. Okay. Denk mal, arg, so lange werden wir auch nicht mehr machen. Und vielleicht halbes Stündchen, Stündchen noch und dann hat sich's auch erledigt. Dann reicht's ja auch. Eins noch. Sie haben anscheinend ein paar Automatikgewehre und Schrotflinten mitgenommen. Pass auf dich auf. Schafft er jetzt. Komm. Danke für die Info. Ich helfe, wo ich kann. Komm, Ende. Helfe, wo ich kann. Wichser. Headshot, voll ins Knie, ne? Da nehme ich da lieber eine AK als ein Jagdgewehr mit. Glaube ich ganz klar, oder? Fängt das schon wieder an zu regnen. Ja, ruhig. Oh,
Das war der letzte. Scheiße, Cobb. Wie viele sind von dir angepisst, hä? Okay, das muss der Generator sein, aber er scheint völlig hinüber. Okay, das sollte reichen. Na, also. Fallen lassen! Wenn du noch Kugeln hättest, wäre ich schon tot, oder? Bitte, Mister. Ich schieß nicht auf Frauen, wenn ich nicht muss. Und? Muss ich? Ich habe nichts. Und ich weiß nicht, wohin. Großer Gott. Alles klar. Mal sehen, ob sie hier irgendwo einen unterirdischen Bunker haben. Das ist ein sehr schönes Gewehr. Sehr, sehr schönes. Bin ich in der Zwickmühle. Die Dings würde ich jetzt aber auch gerne mithaben wollen. AK. Aber ich glaube, die AK werden wir sowieso öfters bekommen. Ohne sich da hochzugehen. Ja. Das ist jetzt eine Frage. Und dann gehen wir voll sinnlos da hoch, weil es da oben überhaupt nichts gibt. Er hat was gehabt von unterirdischem Bunker. Oh, doch, das hat sich schon gelohnt. Alleine Medipack hat sich das schon gelohnt. Liegt noch Müll. Guckt euch diese schönen Berge an. Kommt mir gleich wieder vor wie im Urlaub. Da. Ja, er klettert runter. Er kann nicht runterrutschen. Schade. Bunker. Sterilisierungsmittel ist voll. Nehme ich auch was mit der AK mit. Die hat ein volles Magazin. So ein Allzweckmesser hätte ich auch gerne. Kannst du aber wissen. Na schick. So, für ein paar Leute Platz gehabt hier, hä? Eine Karte. Als hätten sie ziemlich viel markiert. Ja, will. Wird die Fahrt rüsten? 50%. Herstellungsrezept freigeschalten. Freigeschalten. Nägelbesetzter Baseballschläger. Papiere. Das tut weh. Oh ja. Dick, bist du da? Es ist vermutlich nichts. Klang wie Motorengeräusche. Irgendwo in den Bergen. Oh,
Ich habe gerade den Funkturm für Copeland gesäubert. Ich kletter mal rauf, vielleicht sehe ich ja was. Ernsthaft, jetzt muss ich da nochmal rauf. Willst du mich verarschen? So, Basie. Möchte ich... der einmal im Gesicht sitzt, dann hat sie es, glaube ich, erledigt, oder? Au. Den kriegst du nur einmal ab. Alter, guck dir mal das Ding an. Was sind das für Nägel, Junge? Das sind ja Schiffsnägel. Toll. Ja, nicht so, dass ich gerade oben war, ne? Gib mir den Schrott. Hey Dick, alles klar? Du klingst nicht wie du selbst. Es ist nichts. Dieser Drifter hat nur schneller gezogen als ich und zum Glück hatte sie ja keine Munition mehr. Du hast sie gehen lassen, stimmt's? Okay. Fuck. Ja, ich ließ sie gehen. Eines Tages, Dick, wird dein Ehrenkodex dich umbringen. Ja, naja. Am Ende sterben wir alle. Spielt's eine Rolle wie? Gegen Ende. Oh, scheiße, war das anstrengend. Okay. Mal sehen, was Busa gehört haben will. Du hattest recht. Auf dem Berg ist jemand. Ich sehe Rauch von einem Lagerfeuer. Oh, verdammte Scheiße. Ich wusste es doch. Wo sind sie? Ich werde hinfahren und... Oh, verdammt, Busa. Du musst deinen Arm schonen, damit wir endlich hier wegkommen. Ich kümmere mich drum. Ach Mist. Es ist nur... Ich drehe hier allmählich durch, Dick. Versuch, wach zu bleiben, falls sie zu dir wollen. Dicken Ende. Oh, scheiße. Jetzt meldet sich. Aber... Das Netz-Headset. Soll ich das Headset mal anschließen? Mein Headset sagt nämlich... Hältst du mal davon, wenn ich dich mal anschließe? Mein Saft ist nämlich leer. So. Fast geschafft. Oh, komm schon. Ich mach weiter. Fast geschafft. Ja, ne? Und sonst so? Die Scheiße bringt mich um. Klang wie Motorengeräusche. Ah, das gehört zu der Hauptmission. Ich erinnere mich. Ein schöner Abgang. Musa hatte recht. Ich denke darüber nach, dahin zurückzufahren, wo Sarah gestorben ist. Wer sagt denn, dass sie gestorben ist? Lässt mich einfach nicht los. Er hat auch recht damit, dass wir nach Norden fahren und nicht zurückschauen sollten. Vielleicht ist es Zeit. Wer sagt denn, dass sie gestorben ist? Das weißt du doch gar nicht. Schachtel mit Nägeln. Und ich habe die Nägel verballert. Na klasse. Alter, jetzt können wir. Jetzt haben wir nicht nur eine Machete, jetzt spielen wir auch Machete. Alter, was für ein schönes Ding. Sprit nehmen wir mit, da können wir gleich unser Auto auffüllen. Da bin ich noch komplett bekloppt, oder was? Auto. Wir füllen unser zweirädriges Auto auf. Yay. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber
Ich habe immer ein zweirädriges Auto. Nein. Oh. Das schmeckt gut, was? Mal sehen, was da geht. Auto, klar doch, vier Räder, weil du die Stützräder mitzählst. Ja, da hast du mich erwischt. Eiskalt erwischt, Tom. Da hast du recht. Ich habe einfach meine kleinen Stützräder mitgezählt. Ich finde es ja schon langsam immer witzig, wenn wir so lange streamen. Irgendwann merkst du, wie bekloppt man ist. Und man merkt halt eben, wenn du auch den ganzen Tag voll liest und alles, wie du dann irgendwann einfach an dem Level bist, wo du denkst, oh, ja, okay. St. John und Koblenz-Camp. Das ist erledigt. Der Funkturm ist abgeriegelt und die Verbindung ist wiederhergestellt. Verstanden. Du findest das vielleicht dämlich, St. John, aber Radio Free Oregon ist das Einzige, was uns davon abhält, zu wilden zu werden. Nein, Cobb. Das Einzige, was uns davon abhält, zu wilden zu werden, sind etwa 9 Mahlzeiten. 3 Tage ohne Essen und du wirst schon sehen, was aus guten Patrioten wird. Tja, ich hoffe wirklich, dass du da falsch liegst. Copeland Ende. Radio Free Oregon. Scheiße, ich soll mich gut. Bushman, bist du wach? Ich fahr jetzt zum Camp, das du im Norden gesehen hast. Weißt du denn, wo es lang geht? Das werde ich dann schon sehen. Dicken Ende. Dick, wie läuft's? Ich habe ein paar Sachen für dich gebaut, falls du rumkommen willst. Bushman, oh. Danke, Bruder. Ich komm rum. Oh. Hat einer sich ein paar Spare Ribs gemacht, oder? Bahngleisen eingenistet. Leg jeden einzelnen von den Scheißkerlen um. Ja, das war auch der Plan. Dicken Ende. Hey, ist da jemand? Ich will nur reden, okay? Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Tu, was er sagt, okay? Klar, helfen. Scheiße. Ach, das war eine Falle. War nicht da. Da. Wo zum Teufel ist der hin? Ich
Und keine Bolzen herstellen. Shitting. Läuft. Eine Bärenfalle hingestellt. Die Säcke. Ja. Oh nein, der ist tot. Du siehst mich einfach nicht. Die Scheiße! Bärenfalle. Fuck. Was war das? Ich hab's gehört. Könnt ihr auch selber in die Bärenfallen laufen? Das wäre nice. Alter Mädels, wisst ihr, das dauert mir gleich zu lang. Ich knall euch halt einfach gleich ab. Irgendetwas geht hier vor. Ah, das war der letzte. Mann. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Es ist erledigt. Diese Herumtreiber, die bringen am O'Leary Mountain niemanden mehr um. Hey, danke, Dick. Jetzt ruh dich aus, Boosman. Ruh dich aus. Wir fahren nach Norden, sobald dein Arm verheilt ist. Verstanden? Ja, verstanden. Booser Ende. Ich kann nur 10 Schrottteile mitnehmen, tatsächlich. Bitte. Wird's los? Ja, ich fahre hoch zum Friedhof und mal gucken, ob ich Leons Vorrat finde. Sorry. Wie nochmal? Ruh dich aus, Buse. Wir fahren nach Norden, sobald du wieder fit bist. Norden. Ja. Was ist mit Buse? Da langsam Fieberträume oder was? Der hört mir schon gar nicht mehr zu. Dass Drifter in mein Camp kommen und meine Leute einfach so umbringen. Was ist los, Cop? Ein Mann kam her, voll auf Droge, ballerte rum und verschwand dann wieder. Manny sagt, sein Bike hatte einen roten Tank und er trug eine Art Motocross-Helm in Silber. Okay, wenn ich jetzt losfahre, dann kriege ich ihn vielleicht noch. Ich will ihn lebend, Deke. Lebend? Lebend. Schnapp dir den Kerl und funk mich an. Wir holen ihn dann und hängen den Scheißkerl auf. Wird Zeit, diesen Drifter-Arschlöchern zu zeigen, dass hier im Camp Recht und Ordnung herrschen. Ich meine nicht dich damit. Schon gut, ich finde ihn. Lachgasboost. Ohne Lachgasvorrat kannst du keinen Booster führen. Kaufe eine Verbesserung bei dem Camp-Mechaniker. Sobald du damit ausgestattet bist, kannst du durch Drücken von Alt einen Boost ausführen, wenn du auf deinem Bike sitzt. So. Lü. Da.
So, mit Doppel-O und dreifach Y. Wäre die Hauptmission. Wir sind hier. Was ist denn das? Versteck. Oh Gott, ey. Den ganzen Tag dieser In-Ears drin hast, kann dann auch mal die Löffel zu jucken. So, das Ding ist aber, dadurch verstehe ich mich selber oder höre ich mich selber, was ich im Mikrofon sage, halt zur Selbstkontrolle. Das möchte ich auch nicht mehr missen. Das Ding ist, ich kann das auch so direkt wiedergeben, da ist aber eine Verzögerung drin und das bringt mich dann immer aus dem Konzept. So. Dion. Das ist. Ja, die Fahrtrüsten. Camp. Eistafel. Das Forschungslager. Ha. Machen wir da eine Schnellreise. Ja. Hey Dick, hörst du mich? Ich habe überlegt, zum Holzfällerlager runterzufahren. Die Nester ausräuchern. Es werden hier immer mehr Freaks. Loser? Nein, du gehst dabei drauf. Warte, bis du wieder gesund bist. Ich bin sowieso da und ich mach das mit den Nestern schon, okay? Ja, okay. Campmechaniker, bei Campmechanikern kannst du dein Bike auftanken, reparieren, anpassen und Motorradteile verbessern. Danke, Dick. Leistung, Optik. Nein, Dick, warte bis abends, dann sind weniger Freaks in den Nestern. Oder erledige sie bei Tageslicht, dann sind es zwar mehr, aber sie sind nicht so stark. Motorauspuff. Tank. Benzintank. Lachgas. Ausgerüstet, ein Tank. Das Tankvolumen der Bikes. Natürlich nehmen wir das, weil wir es noch nicht mal bezahlen müssen. Umso besser. Stimmt irgendwas nicht? Satteltaschen ermöglicht auf dem Bike Munition aufzufüllen, mitzuführen, beim Händler mit Munition füllen. Ah. Nice. Da sind wir. Ist ja, glaube ich, was wir nehmen, ne? Ja, Porsche geht doch immer. Jo, willst du denn irgendwas kaufen? Jo, willst du mir aber nicht auf den Sack gehen? Ja, wir haben genug digitale gebastelt für heute. Echt, hast du die ganze Zeit noch rumgeschraubt, sagst du? Nice. Bist du denn vorwärts gekommen, mein Guter? Hat's dir denn weitergeholfen, das Rumbasteln heute? Ich wünsche dir aber auch auf jeden Fall eine wunderschöne gute Nacht, lieber Paul. Schön, dass du da warst vor allem. Schlaf gut und hab einen schönen Sonntag. Erfahrung, ne? Bike-Reparatur ist nicht gerade Zen.
machst du hier, Mann? Liebes, das Kind ist ja auch noch da. Die ich dir mal. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Kaufst du heute nichts? Bis dann. Hallo. Die ist schon ein bisschen eklig, die Alte, oder? Ich muss dir unbedingt was erzählen. Ich habe gesehen, wie sie dein Bike brachten. Ich habe es sofort wiedererkannt. Ja, tatsächlich? Ja, ich wollte mit Cope reden, aber er ist gerade echt sauer auf mich. Nicht auf dich. Den Kopf einziehen, ja? So tun, als wärst du nur ein Drift. Ich kann am Sonntag mal vorbeischauen. Bis Koblenz sich beruhigt. Ein Bett. Ja, alles klar. Okay. Oh, okay. Dazu gehe ich davon aus, dass du morgen live bist. Bis dann. Hey, ich komme wieder. Bald hast du genug von mir. Was ist denn ganz schön mit den Labern oder was? Freibier! Danke, Saskit. Ich habe beim Tierschutz. Freibier! Freibier! Vielen Dank für eure Bits. Vielen herzlichen Dank. Drei Bier für alle! Was willst du? Hey, was ist Spiel, du machst? So. Jetzt habe ich hier nichts weiter. Mit ihm kann ich nicht labern hier, warum auch immer. Fingermann reden die ganze Zeit und lösen deine Soundalerts aus. Mir kommt absolut nichts zu. Das war schrecklich. Ach, ihr zwei redet zusammen und löst dann meine Soundalerts aus. Das ist natürlich auch geil. Tut euch keinen Zwang an. Ja? Dafür sind sie da. Dafür sind sie doch da. Ich sag doch, ich hab nichts gemacht. Würde ich jetzt. Ich muss sie nochmal ändern, dass man da nichts eingeben muss. Ja, ich zeige ihm die gerade. Na, mach nur.